Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshua und ich spiele mit euch The Long Dark. Wir haben den Kater Staudamm erfolgreich gelootet, haben hier auch schon so ein bisschen Krempel gesammelt, der nützlich sein könnte. Und Mission of the Day ist das Zeug noch zu holen, was wir, oder die beiden Kadaver noch zu looten, die in der unmittelbaren Umgebung vom Katerstaudamm liegen. Einen haben wir ja schon komplett. Und ich will die Därme und so, der ist hier weg. Will die Därme nicht verkommen lassen. Ach, da fällt mir hier aber auch noch gar nicht drin. Dazu brauche ich aber dringend Brennholz. Das werde ich hier holen. Davon kriegen wir 6. Ah, 6 sollte reichen. Spielt das Wetter mit? I never thought I'd be dying from starvation. Ich meine, ich kann hier noch eine kleine nehmen. Das sind dann 4. So, jetzt sind wir draußen. Naja. Also, wenn der Wind so pfeift, schauen wir mal, ob das so funktioniert. Aber diese Rehfelle sind halt, oder es sind ja keine Rehe, es sind ja Hirsche. Die sind ja so wichtig, um zu craften. Schau mal hier in die Ecke. Der Wolf ist da hinten. Keine Gefahr. So, wir gucken jetzt hier nochmal hoch. Ich glaube, hier. Keine Ahnung, ob man hier überhaupt ein Feuer hinkriegt. Wie ob man Fackel hinkriege. Da geht's ja schon mal los. Ich schau mal lieber. Ich hab Bücher. Zu windig. Na, das ist natürlich eine Freude. Die Haut kostet eine Stunde. Dann machen wir mal nur einen Down. Oh, abbrechen. Das ist Quatsch. Das brauche ich gar nicht probieren. Ja, okay. Das hat also nicht funktioniert. Ich krieg das Feuer nicht an. Ich meine, vielleicht ist dort bei dem anderen Kadaver günstiger. Vielleicht liegt der ein bisschen geschützter. Wir sind nämlich schon im Erfüllungsrisiko.
Ja, und wenn das nicht klappt, also wenn ich die hier nicht kriege. Was dann? Ich könnte auch versuchen gleich sozusagen eigentlich die zweite Mission, die ich für den morgigen Tag geplant habe, vorzuziehen, nämlich die Leuchtpistole zu holen. Wie sieht's hier aus? Kriegt man hier eine Fackel an? Nein. Gut, dann. Mal nachdenken, was brauchen wir denn alles? Wir brauchen das Seil. Die Säge sollten wir sowieso immer am Mann haben. Wir brauchen ein bisschen Holz. Wir brauchen die Notfallspritze, falls es Ärger mit dem Seil gibt. Macht ja da so eine irre Klettertour. Ich spekuliere darauf, dass man in der Schlucht übernachten kann. Das ist eigentlich immer so gewesen. Aber mit dem Update könnte sich sowas ja auch ändern. Deshalb. Lieber auf Nummer sicher gehen. Deshalb sollten wir dort auch genügend Stoff bei haben, dass wir notfalls, falls wir nicht in der Höhle übernachten können, notfalls uns ein Snow Shelter bauen können. So. Das brauchen wir auf jeden Fall. Und dann. Ach Mensch, wir haben ja Handschuhe. Nähzeug nehme ich mit, damit man was zu basteln hat. Kaffee kann lebensentscheidend sein. Und Stoff, davon nehme ich 10. So, dann schauen wir mal hier. Wir haben das. Die braucht man nicht. Wir haben das. Wir haben. Das ist auch gleich anziehen. Ja. Bei dem bin ich mir halt nicht sicher. Tue ich mal den Spind. Dann gibt es hier eine Menge Kleinkram. Ich meine, das ist ja schnell eingepackt. So. Eine Menge Fackeln. Lampenöl ist gut. Federn brauchen wir auch nicht, die wiegen zwar nichts. Achso, und das hier. Kann noch mit drüber. So. Dann werde ich mich kurz drüben aufwärmen. Im Bette. So, kurz umschauen.
zwar nur einfach warten. Fein. Vorsicht lieber. Also dieses Ducken am Anfang dient so ein bisschen dem Sichtschutz. In die Schlucht. Also die Mission, die finde ich auch immer ein bisschen tricky. Also mit dieser Schlucht, da bin ich schon etliche Male umgekommen aus den verschiedensten Gründen. Meist war es ein Erschöpfungsding, dass ich irgendwie nicht mehr dieses Seil hochklettern konnte. Schon mal an diesem blöden Baumstamm, der da direkt über der Schlucht liegt, abgerutscht. Also, gibt eine Menge Möglichkeiten drauf zu gehen. So, wir sind überladen. Sagt. Warum sind wir überladen? Seil abgelegt haben, ist alles wieder gut. So, also hier gibt es auch eigentlich eine Menge Stuff. Hier gibt es Rohrkolben, dann einen umgestürzten Waggon. Darum würde ich mich dann aber erst kümmern, wenn wir das hier abgeschlossen haben. So, jetzt legen wir unser Schicksal aus. Ja. Ah, schaut euch das an. Ah, ist wirklich so ein schönes Spiel. So, hier geht's weit, weit hinunter. Das kostet Kraft, deswegen müssen wir uns gut vorbereiten, wenn wir hier wieder hoch wollen. Boah, ist das eine Riesenschlucht. Okay. Schauen wir gleich mal hier rein. Ein Lehrbuch. So, wir holen uns die Pistole und kümmern uns dann um unsere Schlafsituation. Ah, ist auch ein Hammer, was den. Ich brauche ja nicht zwei davon. Oh, lucky day. In der Tat. So. Einen Lauf. Okay. Sind hier noch mehr? Ja, auch gut. Hier gibt es nochmal eine Notfallspritze. Das Zeug kann man nicht genug haben. So, und dann
mache es uns dort kuschelig. Ich weiß nicht, wie das mit der Wärmesituation ist. Ich habe das nicht mehr so ganz in Erinnerung. Das müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Ich möchte nicht wieder, wie am Ende der letzten Staffel, so einen beknackten Tod sterben. Wo ich dann mitten im Schlaf erfriere oder so. So. Okay, und ich meine... Ja, hier gibt es dieses Lager aus Tannen. Bett, wunderbar. Wenn ich mich in das Bett lege, habe ich irgendeine Form von Bonus? Oh ja. Dann... Machen wir mal Folgendes. 400, 350. Wir essen. Wir trinken. So, in dem Bettchen können wir 3 Stunden schlafen. Kommen wir erstmal ein bisschen wieder auf die Beine. Okay. Jetzt würde mich mal interessieren, ob ich dieses Ding hier zersägen kann. I would eat anything right now. Negativ, okay. Dann... ein bisschen sammeln. All die schönen Dinge, die es hier gibt. Ich weiß gar nicht, ob wir die nachher alle mit nach oben schleppen können. Was ist denn damit? Das könnte ich zersägen. Braucht dafür 1 Stunde. Hm. 1:30 sogar. Ist jetzt zwar relativ mild. Ich weiß nicht, wie lange mein Feuerholz reicht. Findet man eine ganze Menge Zeug. Zumindest braucht man sich keine Sorgen machen, was Wölfe betrifft. Die gibt es hier nicht. Zumindest mir hier noch nie einer begegnet. Ach, ist das herrlich. So viel gutes Zeug hier. Dann probiere ich das einfach mal. Ich mache mal hier ein Feuer. Come on, little fire. Natürlich kann einen auch in der Situation ein Sturm überraschen. Das heißt, wenn man dann... Ich werde ja hier die Nacht verbringen. Dann hier fleißig alles gelootet hat und versucht dann hochzukrabbeln. Dass einen dann das Feuer überrascht. Okay, Bügelsäge. Merke 73%. Das ist auch etwas, darüber müssen wir uns langfristig klar werden. Da
muss dann was passieren. Die muss repariert werden. So, Garen. Einmal dieses. Einmal jenes. So, wir haben Feuer für 2 Stunden. Mach erstmal hiermit den Start. Lauschen. Man will nicht vom Sturm überrascht werden. So. Okay. Und ich habe nämlich das Gefühl, es wird windig. Deswegen nehme ich mir meine Fackel und gehe mal rein. Und werde hier mal an meinem Schlafplatz ein Feuer machen. Ist das zu früh noch? Perfekt. Bin ich nicht ganz. Ich will halt bloß nicht noch ein Streichholz verwenden. Okay, wir hauen hier mal alles ein. 3 Stunden. Das wären 6 Stunden. Wir haben 10 Stöcke. Damit brennt das Ding 4 Stunden. Okay. Ausbreiten. Ablegen. Und das soll noch 28 Minuten brennen. Also das jetzt die Variante Feuer machen, um Feuerholz zu gewinnen, da ist halt nicht ganz klar, ob mich das wirklich weiterbringt, weil ich investiere. Come on, little fire. Come on. Oh ja, that's a good one. So, sag mal einen Stock. Und diverse Fackeln. So, wir haben jetzt hier 50 Minuten und brauchen 1 Stunde 30. Ne, das war die falsche. Mal hier noch ein paar Hölzchen holen. Hier hoppelt auch ein Hase. Ne. Das wäre auch noch mal eine Idee, kleine Hasenjagd. Um möglichst zügig dann Handschuhe zu machen, aber ich glaube, dafür brauchen wir dann auch schon das Messer. Kann sein, dass das auch nur ein Nähzeug braucht, das habe ich gar nicht mehr so im Kopf. So. Ich hole
jetzt hier alles Holz, was ich kriegen kann. Das ist halt diese Geschichte, ich will das Feuer brennen lassen. Und das habe ich irgendwie, das habe ich nicht gut gemacht. Jetzt habe ich ja eine doppelte Feuerbelastung sozusagen. Ich habe das halt deshalb so gemacht. Ich befürchtet habe, dass der Wind mir das andere Feuer ausbläst. So, hier Sägen. Here we go. Zack. Okay. Wir trinken. So, drin müsste ja noch unser Feuer brennen. Ja, das ist auch so. Yeah, so tired. Okay. Das hat noch 2 Stunden. Dann hauen wir alles rein, was wir haben. 5 Stunden. Ja, die Fackel nutzt nichts mehr. Kohle. Acht Stunden. Na, das klingt doch gut. Ich überlege, ob es noch was zu tun gibt. Wir könnten... Wir könnten nochmal Wasser machen. Ach so, Kaffee. Nee. Ich sag, wir machen einmal Wasser. Das dauert 1 Stunde. 800, 400. Uns 1 Stunde hin. Das ist zwar nicht besonders effizient. Denn es ist immer besser, am Stück 6, 7, 8 Stunden zu schlafen, als hier mal 1 Stunde und dort mal 1 Stunde. Und jetzt, okay, das braucht nochmal 56, also können wir nochmal 1 Stunde. Da gab es ein fröhliches Blubbern. So, dann nehmen wir das. Wir haben noch 6 Stunden. Oh, I could eat a horse. Und ich glaube, wir sollten, wenn ich das jetzt sehe, uns doch ein bisschen... Was ist das? Das ist der Kräutertee. Wir sollten noch einen Kaffee machen.
bleibt da heiß. Und wir hauen uns... nehmen wir noch den Anschlag. 6 Stunden. I need to lay down. Ins Bettchen. Und wir muss... ja, so ist gut. Sollte alles gut gehen. Hier drin geht ja das Feuer nicht aus. Also es wird natürlich dann ausgehen, wenn es... Jetzt haben wir noch 27 Minuten. Heißer Kaffee zum Frühstück. Wunderbar. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich nehme den mit. Beziehungsweise ich trinke den. Und dann nix wie weg hier. Hier hätte man noch mehr looten können, aber ich bin froh, wenn wir es so schaffen. Was sagt die Gewichtsgeschichte? 21 Kilo. Denn der Aufstieg jetzt, der ist hart. Wir müssen zumindest bis zu dieser Traverse schaffen. Okay. Oh, wie schnell hier die Kraft verschwindet. Komm, Baby, bis zum Seitenband. Also bis zu dieser, bis zum Felsvorsprung ist nicht mehr weit. Hier wird mal ein Nervenkitzel. Erholen. Ein bisschen was trinken. Schauen wir mal ins Inventar. Ja, toll. Das ist genial, dass wir das haben. Fell. Genial. So, ich weiß nicht, haben wir regeneriert? Ja. Dann kommt jetzt der letzte Rest. Baby, Baby. Das ist jedes Mal ein Nervending. Man sieht ja auch, wie die Müdigkeit sofort im roten Bereich ist. Ja. Puh.
So. Das heißt, wir machen uns gleich wieder einen Kaffee, um. Das werde ich tun. Um hier zu regenerieren. Denn hier oben können wir nicht schlafen. Ich hab das in Erinnerung. Das war hier jedes Mal so ein brutaler Kampf. Genau. Oder wir lassen das alles sein und gehen straight zurück. Das wäre auch nochmal eine Variante. Hat nur den Nachteil, wenn wir dort auf einen Wolf jetzt treffen. Gibt Schwierigkeiten. Ja, ich glaube, das ist okay, wenn wir jetzt hier noch einen Kaffee machen. Kostet halt ein Streichholz, das ist das Ding. So, Erschöpfung verringert. Temperatur steigt verringert, okay. Jesus, it's cold. Ja, ich mach das. Es bringt mir nicht besonders viel, muss man halt sagen. So ein Kaffee ist eine kleine Überbrückung. Die man immer dankbar sein kann, aber man kann jetzt nicht zu viel davon erwarten. Nee, falsche. Okay. Jetzt kann man natürlich fragen, wir haben jetzt zwei. Zwei Streichhölzer verbraucht. Einmal für das Feuer unten, einmal und ist das oh. Deshalb Fackel. Ist das okay? Ich denke, die Signalpistole ist so ein wichtiges Loot-Element, dass das durchaus zu rechtfertigen ist. Okay, wie es hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Und wir kriegen das Feuer hier bestimmt noch an, irgendwie. Beim Schauen des Videos würde mich über einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut, bye bye. Come on, little fire.